So, weiter geht's hier. Wir müssen jetzt wieder hier runter springen. Leider. Und Quatsch, ich muss da hin. Nee, wo muss ich denn hin? Hallo. Ach ja, hier. Das Rohr. Da. Ach so, wartet eigentlich. Nee, ich kann mich dran erinnern. Forschung Zwischerknoten. Warte mal, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Irgendwie ist das Spiel so leise. So. Okay. Hier! Wow. War knapp. Hä? Da kann ich nicht. Ach ja. Genau, jetzt hier weiter. Oha, die wie 200 Kilo. 200 Kilo. Hier runter. Ah, das war so klar. Ja, genau. Wie kommt denn der jetzt dahin? Ich verstehe den Sinn hier überhaupt nicht mehr hier. So. Waren nur drei Leute. So, jetzt erst alles wieder säubern. Okay, da muss ich gleich hin. Black Rock Quarry oder Query oder wie auch immer. Hier, der Fahrstuhl geht wieder bestimmt. Aber da müssen wir jetzt deutlich hin. Okay. Oh. Schwarzstein, Steinbruch. Was mach ich denn da? Ey, was war, bin ich echt so lost, ey. Oh, lad dich auf hier. Mach ich da eigentlich? Oh, ich hab schon lange nicht mehr gespielt, merkt man. Der doch eh da. Gut. Alles wird wieder gut. Oh, jetzt bin ich im Steinbruch. Muss aber schon gleich hier lang. Erstmal werde ich mal gucken, ob hier noch irgendwas zum
looten hier. Die Überraschungsbox oder sowas. Aber wie soll ich wohl hin? Da nicht. Ach, muss doch hier lang. Huch. Aber ich glaube, da kann ich noch nicht lang. Kann es sein? Wo bücke ich mich eigentlich? So, ich muss außen rum. Komm, ein bisschen flotter hier, junge Frau. Hier bin ich herunter. Hier hängen schon wieder Leute. Gibt's wieder was zu lesen? Und zwar gibt's ja, hä? Schwarzstein. Seit seiner Entdeckung hat der Schwarzstein es der Behörde erlaubt, in Sachen Isolations- und Verwahrungspraktiken große Schritte nach vorne zu machen. Dieser Bericht untersucht seine Struktur, die eine Dichte von aufweist und im Bereich von bis HZ jegliche Resonanz neutralisiert. Es werden Innovationen der Behörde mit integriertem Schwarzstein analysiert. Allen voran die Brandschneisen. Technische Meisterleistungen, die zukünftige Ausbrüche, Angriffe oder interne Bedrohung oder Kontrolle bringen sollen. Es ist das Ziel dieses Berichts, Mitarbeiter der Behörde zu ermutigen, weitere Innovationen mit Schwarzstein zu erforschen, da die Arbeit in diesem Bereich in den letzten Jahren deutlich stagniert sind. Okay, jetzt haben wir hier noch Schriftverkehr. Steinbruch-Ausrüstungsbestellung. Wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamantentrennscheiben. Etwas mit gleichmäßigem Rand, um den sauberen schnell zu bekommen, den die Forschungsabteilung will. Aber dieses Schwarzsteinzeugs ist hart. Wir brauchen die Trennscheiben in einem Tempo. Da kommt man mit dem Austausch gar nicht hinterher. Die Maße für die Schwarzsteinblöcke, die sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den sie mir verursachen, sollten diese verfluchten Brandschneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Verdopple besser die letzte Bestellung. Dann haben wir hier noch Multimedia. Schwarzstein, hatten wir das schon? Es gibt bereits. Ja, hatten wir. Sorry, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich werde mich nochmal an meinen Kontrollpunkt speichern. Weil ich nicht weiß, was jetzt hier als nächstes kommt. Fähigkeiten habe ich neue, sehr schön. Zu wenig. Wow. Ich habe zu wenig Punkte. Ist nicht schön. Ist doof. Okay, was Neues? Aktualisieren neue zufällige Modifikation zu finden. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier direkt gespeichert habe, ob der Brische war, keine Ahnung. Ich gehe mal hier mal weiter. Oha. Cool. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Was hast du dann erwartet? Weißstein oder wie? Stein liegt meistens immer unterirdisch. Naja, ich bin ja auf jeden Fall richtig. Ich bin jetzt nicht wohl lang. Also. Oh, nö.
Ja, nee. Komm ich hier durch? Ja. Aber das ist ja hier, wo ich eigentlich durch wollte. Wo war denn der? Wo ist denn der? Da. Naja. Ist ja was auf der Schnute. Kriegst du was auf der Schnute? Müssen wir mal hier lang. Aktiviere den Sprengstoff. Nein, das wollte ich nicht. Nicht aktivieren, das wir ja schon aktivieren. Ist hier was? Vorschwung, Steinbruch. Steinbruchvorfall. Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion am Steinbruch-Grenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand, der... Das ganze Team war in einer Linie und starrte in die gleiche Richtung. Die Stadt in der Ferne, obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Blieben sie mehr als minutenlang stehen, bestimmt. Bis ich schließlich buchstäblich am Verhungern war. Nee, weiß ich nicht, buchstäblich musste. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern. Noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft, die in einem Grenzbereichgebiet arbeitet, ist es, entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentlich psychologische Pflicht-Evaluierung durchzuführen. Oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine weitere Expedition zur Stadt anweisen. Aha. Wow. Oh, jetzt kommen hier schon wieder überall irgendwelche Viecher, ey. Hä? Wow! Wow! Schon wieder so ein Vieh. Ich hasse die Viecher. Alles mit den Viecher. Mach ich da eigentlich? Ich doch ja nicht. Wow. Oh, die Viecher nerven echt ganz ehrlich. Ich bin leider jetzt. Boah, kommen ja noch mehr Viecher. Puh.
mal jetzt ganz kurz Concentration. Ja, nee, ist klar. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß ja nicht, was ich jetzt hier machen soll. Kletter mal hier hoch. Warte mal. Wie bin ich da? Ach man, ich drück mal auf Kreis. Aha. Ah. Das sind so drei Leuchten. Ach ja. Oha. Yay, yay. Komm mal her. So. Ja, ja. Nein, ich tue das Ding hier will haben. Dann einmal da oben. Und habe ich hier noch so ein Ding gesehen da hinten. Komm mal her hier. Nein, ich tue das da. Genau. Oh, jetzt ist offen. Oder? Oder muss ich jetzt hier... Guck doch mal schneller. Ah! Sammle das Schwarzsteinprisma aus dem freigelegten Riss. Du hast mich hergeführt. Die HV, die Prismen, sie sind dir wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HV, dann Dylan. Und wo bin ich eigentlich nochmal hergekommen? Da, wa? Warte mal. Oh, nicht noch mehr Viecher hier. Hä, war hier nicht eine Tür, sag mal? Oh Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist die Marshall? Also... Da hinten? Komm schnell ab im Fahrstuhl. Oh oh. Tschüss. Mach's gut. Einfach mal so vorbei. Oh, ich hätte auch Schnellreise machen können. Ich denke, naja, mache ich das ab da vorne. Das dauert ja lange. Und ja länger, wie ich hierher gekommen bin, da runtergesprungen bin.
So, da, wie, da, wie, da. Martin hat gleich mehrere Schwarzsteins Plasma mitgenommen. Okay, meine ich. Schnellreise. War schon. Wo waren die Uschi nochmal? Wird schon wieder vergessen, wo die ist. Hier war die doch, ne? Bei der Psychologie da. Ach ja, das Lied ja, das dauert ja wieder ewig. Und manchmal wäre es mal ganz gut, wenn ich auch mal lesen könnte, wo sie sich aufhält. Bin ich ja umsonst in der Psycho da gefahren, gelandet, wie auch mal. Bis ich gelesen habe, die ist ja hier! Situationsbericht, alle Sektoren. Alle Kacke hier. Die Geschäftsleitung wird befestigt, wie befohlen. Die Wartung ist relativ stabil. Ein Sicherheitsbeamter namens Arish hat angeblich mehrere wichtige Orte gegen das Zischen verteidigt. Die Forschung wurde überrannt. Ein kleines Team hält derzeit das HRV-Labor. In der Isolation ist es... Schiebt mich wieder weg. Nun, es ist dunkel. Ja. Seit dem Angriff... Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen. Aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dillen zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Sagt euer Bruder. Bist du jetzt bei ihm? Ja, bei ihm. Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dillon? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dillon ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dillon sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Der lebt ja noch. Ich komme, Bro.